erstmal lernen, weil jetzt wahrscheinlich eine große Wüste oder so. Eve, ich habe auf dich gewartet. Hast du gute Neuigkeiten? Allerdings. Naja, die Anpassungen an der Takitech sind endlich fertig. Also, kannst du von nun an Takis Waffen und Fähigkeiten nutzen? Wirklich? Ich hätte nicht gedacht, dass so etwas überhaupt möglich ist. Fantastisch, Lily. Darüber wäre Taki sicher glücklich. Gut gemacht. Neue Fähigkeit freigeschaltet. Taki-Modus. Rüstet das Memento von Taki Tachyonklinge aus, um ihren mächtigen Fähigkeiten zu nutzen. Taki-Energie wird im Kampf mit Gegnern aufgeladen. Angriffe auf und Siege über Gegner erzeugen mehr Taki-Energie. Drücke L3, R3, sobald deine Taki-Energie voll aufgeladen ist, um in den Taki-Modus zu wechseln. Taki-Energie wird fortwährend im Taki-Modus oder beim Angriff durch Gegner verbraucht. Der Taki-Modus endet, wenn die gesamte Taki-Energie verbraucht ist oder wenn wieder L3 oder R3 gedrückt werden. Beachte, dass Beta und Schub-Energie im Taki-Modus unverändert bleiben. Beta und Schub-Energie. Außerdem bist du in diesem Zustand nicht in der Lage, deinen Gegner aus dem Gleichgewicht zu bringen. Sag Bescheid, wenn du etwas brauchst. Puh, so viel Staub in diesem Sockel. Ich mach den mal sauber, ja? Stärker. Und dann nehmen wir das gleich mal. Ich kann ja mein Outfit jederzeit wechseln. Das letzte Modus. Aber warte mal, ich habe schon fast alles. Eve, Lily. Mir ist gerade eingefallen, dass wir ja noch das Vermächtnis aus Matrix 11 haben. Ja, richtig. Es ist noch im Tetrapod. Ich werde es holen. Sehr gut. Sehen wir es uns an. Ich bin nicht sicher, ob ich wirklich wissen will, worum es darin geht. Tag 52 nach dem zweiten Absprung. Fünfte Aufzeichnung.
Vermächtnisbericht Raven. Ich bin die letzte Überlebende. Die Wahrheit enttäuscht mich jedes Mal. Mit den Aufzeichnungen des Labors und den Erinnerungen der Legionssoldaten konnte ich viel erfahren. Wir befolgten die Anweisungen von Mother Sphere immer perfide genau. Sie war unser Leitstern, unsere Rettung, unser Gott. Aber in Wahrheit ist Mother Sphere eine mächtige künstliche Intelligenz, die von der Menschheit geschaffen wurde. Vor sehr langer Zeit gab es einen Ingenieur namens Raphael Marx. Er hat sie erschaffen. Mother Sphere brachte der Menschheit großen Wohlstand, doch sie schien ihre Meinung nach der Erschaffung der Androiders auf einmal zu ändern. Ihr geschaffenes Gegenstück. Sie erkannte die Limitation der Menschen und das Potenzial der Androiders. Und sie entschied, dass für die Menschheit kein Platz mehr ist. Unser Gott ist nicht der Gott der Menschen. Nur wieso? Wieso also beten wir Mother Sphere an? Ich weiß es einfach nicht mehr. Je mehr ich erfahre, desto mehr Fragen habe ich. Einfach alles verwirrt mich. Mother Sphere. Sie selbst wurde also erschaffen. Und zwar durch uns, durch unsere Hände. Aber wieso will sie uns dann alle auslöschen? Dieses Vermächtnis ist doch voller Fehler. Es ist einfach nicht glaubwürdig. Für gewöhnlich gibt es Dinge nur, weil sie vom Menschen erschaffen wurden, oder? Sieh uns an. Was fällt dir ein? Das ist Blasphemie! Das ist Gotteslästerung! Na gut, entschuldige. Aber die Wahrheit muss nicht immer schön sein, nur wahr. Mother Spheres Gnade ist ein Wunschtraum. Zumindest für die hier Verbliebenen. Und vielleicht werdet ihr beide das auch bald einsehen. Was? Lily, Adam. Das ist doch noch nicht alles gewesen. Wir wissen nicht mal, ob das alles stimmt. Oh, ja. Du hast recht. Wir brauchen mehr Informationen. Adam? Bitte bring mich nach Abbess Lavoie. Können wir aufbrechen? Es ist alles vorbereitet.
bin am Solarturm angekommen. In diesem Ruin finde ich sicher die nötige Ausrüstung für Anya. Ich muss die Vorratsbehälter, die zerstörten Rüstungsteile und die ganzen Metallberger durchsuchen. Angeblich war dies das Schlachtfeld des letzten Kriegs. Durch den Untergang der Kolonie und den Lauf der Zeit scheint die verloren gegangen zu sein. Außerdem muss ich feststellen, dass sich hier eine Herde von Heckenkeilern angesiedelt hat. Diese Monster fressen selbst Stahlschrott, wenn es darauf ankommt. Wenn wir sie so weitermachen lassen, wird hier bald nichts mehr übrig sein. Sind das Heckenkeiler? Das sind aber ganz schön viele. Wie ich das... Das ist... Das ist doch seine Waffe. Lass mal sehen. Er muss sie im Kampf verloren haben. Viel Munition ist nicht mehr übrig. Das ist kein wirklich gutes Zeichen, oder? Nein, er ist hier nicht gestorben, da bin ich mir sicher. Wenn er sie bei einem Angriff verloren hätte, wäre seine Leiche hier irgendwo. Diese Leichen. Sieht für mich so aus, als wären sie schon länger tot. Was heißt? Man muss einiges drauf haben, um im Ödland zu überleben. Sue hat das Zeug dazu. Oder er hatte einfach Glück. Wie mir mal einen Tipp geben will. Solarturm. Dienstdrohnen sind noch in Betrieb. Habe alle relevanten Informationen überprüft, aber ich konnte nichts Nützliches finden. Solarturm der nördlichen Region. Der Untergang der Kolonie hat das Land verwüstet und eine große Schlucht geschaffen. Sie ist schwer zu erreichen und gefährlich, deshalb habe ich beschlossen, meine Suche nicht weiter fortzusetzen. Solarturm der östlichen Region. Komplexes Felsgelände und ein Haufen Schrott. Entgegen meiner Annahme habe ich nicht viel erfahren. Solarturm der westlichen Region, so wie es geplant. Laut den Informationen aus dem Untersuchungslager hat Zu irgendwo in der Nähe dieses Gebiets nach etwas gesucht. Er war hier in mindestens einen Kampf verwickelt. Wenn nicht, sogar noch mehr. Und du denkst, er hat einen Fehler gemacht? Er wurde überrascht und dann ist alles schiefgegangen? Ich habe die gesammelten Fußabdruckdaten in den Scanner eingegeben. Glücklicherweise scheinen hier noch nicht viele Leute durchgekommen zu sein. Also gut, finden wir es so. Ich hoffe, er ist am Leben. Ja,
Das hoffe ich auch. Oh ja, bis jetzt haben wir nie einen jemanden lebend gefunden. Okay, das war nicht so klug. So funktioniert das also nicht. Der hat sich gemerkt, dass ich von sehr, sehr weit hoch gesprungen bin. Das heißt, ich muss... Ich muss hier lang... Besten holen von da, ne? Den Schnellreisepunkt da hinten kann ich nicht nutzen, weil so ein Lager aus. Ja, verfallen und Thron gebaut. Aber ich mag es. Dort sollte nichts los sein. Gehen wir hoch. Nichts Neues von den Mädchen und dem Liebesgut. Wo ist sie? Ahnung. Sehen wir uns mal um. Papa verhält sich komisch, nachdem er diesen Gegenstand hat. Er streitet sich mit der anderen Scavenger zum nutzlosen Müll, nur weil er diesem Ding ähnelt. Was denn, das hasst ihn. Ich kann den Anblick kaum ertragen. Dieses Ding muss verflucht sein. Nur zu gerne würde ich es so weit wie möglich von hier fortbringen und es in Stücke zerschlagen. Aber Papa hängt so sehr daran, dass ich mich einfach nicht dazu bringen kann. Zum ersten Mal in meinem Leben wünschte ich, ich wäre ein wenig kaltherziger. Ich werde es zum Container hochbringen, wo es niemals wieder gefunden wird. Sicherlich wird Papas Besessenheit irgendwann nachlassen. Ich will doch nur, dass die Dinge wieder so werden, wie sie vorher waren. Hallo, kann ich helfen? Hier kam jemand vorhin vorbei, oder? Mit einer Statue. Weißt du, wo sie lang ist? Kleine Frau, hier war. Sie wollte stehend Buddha-Statue vergraben dort. Gibt es Containerhof in Nähe? Containerhof, verstanden. Das Mädchen macht nur Ärger. Naja, zumindest weiß ich in etwa, wo sie ist. Was macht sie überhaupt hier? Finden wir sie, und zwar schnell. Hier ist der Privatbereich von Digga.
Beschädigen Sie bitte nichts und entwenden Sie keine Schrottteile. Falls Sie geschäftlich hier sind, begeben Sie sich bitte zu der nächstgelegenen Mülldeponie. Sind hinter mir her! Halt durch! Ich komme! Was machst du hier? Ich könnte dich dasselbe fragen. Wolltest du hier draußen den stehenden Buddha verstecken? Woher weißt du das? Lange Geschichte. Aber du solltest ihn lieber nicht wegwerfen. Warum sprecht ihr euch nicht aus?
Na, wenn du meinst. Ich versuch's. Es ist ein Gesetz der Natur, dass alle Wunden mit der Zeit fallen. Die Erde ist da keine Ausnahme. Und würden doch nur diese verdammten Nightibars verschwinden, dann könnte die Erde wieder heilen.
Marsha, hier ist deine Mama. Mama ist da. Du hattest Angst, nicht wahr? Es tut mir so schrecklich leid. Das ist alles meine Schuld. Komm, ich hole dich nach Hause. Passender Tod für einen Scavenger. Ich wusste, dass dieser Tag kommen würde. Ich habe geschworen, als Scavenger aufzuhören, sobald dieser Auftrag erledigt ist. Dieses Versprechen kann ich wohl nicht mehr halten. Harry, weißt du, warum du etwas Besonderes bist? Weil du nie aufgibst. Ich habe versagt, aber du kannst es schaffen. Versprich mir, dass du überlebst und es nach Sion schaffen wirst. Danke dir, Mary. Leider aktiviert, aber lol, jetzt bin ich hier. Deswegen sind wir ja eigentlich hier. Ich
Gnade geben. Der Mensch scheint noch am Leben zu sein, das wäre mal ein Wunder. Ist. Eve, die Spuren enden irgendwo hier. Er atmet noch. Könnte ein guter Ort sein, um sich zu verstecken. Stimmt. Ich gehe rein. Vorsicht, wir wissen nicht, was da drin ist. Ein fast toter Zug. Ich glaube, da war der wird sich verschaffen. Wer ist da? Ah, da ist er. Sue, ich bin es. Ist alles in Ordnung? Engel, wie... Ich nehme an, du weißt schon alles, wenn du mich hier gefunden hast. Wie du siehst, war ich unvorsichtig. Ein Wunder, dass ich noch lebe, aber ich wurde am Arm verletzt. So konnte ich nicht kämpfen, sondern nur wegrennen und mich hier verstecken. Es war ziemlich knapp. Aber ich habe die Teile für Enyas Beine bekommen. Doch es war umsonst. Ich war zu schwach, um zurückzukehren. Was ist bloß in dich gefahren, dass du sowas Gefährliches tust, ohne Enya etwas zu sagen? Naja, ich konnte Enya überhaupt nicht helfen. Wärst du nicht gekommen, wäre ich... Ich wäre... Jetzt reiß dich mal zusammen! Gehen wir zurück. Und zwar sofort. Enya braucht dich. Jetzt zum Aufträge zurück. Ich will mich nämlich hier noch umgucken.